In diesem Video geht es um den Timer als Peripherieeinheit und wozu man diesen braucht, das wollen wir uns mal genau anschauen. Dafür habe ich als Beispiel hier mal ein Stück Code aufgeschrieben und dieser Code macht nichts anderes, als dass er eine LED an- und ausschaltet. Das ist eine While-Einschleife, das heißt, er läuft die ganze Zeit in dieser Schleife. Die LED-Toggle-Funktion schaltet je nachdem, ob die LED an ist, die LED aus oder umgekehrt. Und hier haben wir diese Delay-Funktion mit dem Parameter 1000, soll heißen, das Programm pausiert für eine Sekunde an dieser Stelle und schaltet dann wieder die LED. Jetzt wollen wir uns mal die Delay-Funktion genauer anschauen. Und zwar, was macht die? Die macht nichts anderes, als in der Schleife einen Befehl auszuführen. Und das Ganze macht sie so lange, bis die Zeit verstrichen ist. Damit pausieren wir quasi den Controller für eine Sekunde, indem wir unnütze Sachen rechnen und schalten dann wieder unsere LED an und aus. Jetzt ist das natürlich nicht so ganz geschickt, weil unser Controller jetzt mit nichts anderem beschäftigt ist, außer die LED an- und auszuschalten. Wir könnten ja während dieser einen Sekunde sehr viele Rechenoperationen durchführen, andere Sachen ansteuern, irgendwas mit dem Controller machen. Jetzt wäre es ja geschickt, wenn wir nach dem LED-Toggeln einfach einen Zähler starten und dieser uns nach einer Sekunde benachrichtigt und wir dann wieder die LED an- oder ausschalten, sodass wir in der Zwischenzeit viele Rechenoperationen durchführen können. Und genau dafür kann man jetzt einen Timer gebrauchen. Dafür habe ich mal hier ein Blockschaltbild aufgezeichnet von einem Mikrocontroller. Zentral die CPU, unsere Recheneinheit, die die einzelnen Befehle ausführt. Und an die CPU angebunden drei Peripherieeinheiten über in grün gezeichnet den Datenbus. Jetzt natürlich kann ein Mikrocontroller mehrere Peripherieeinheiten haben, die an den Bus angeschlossen sind, aber beispielsweise habe ich jetzt nur drei dargestellt. Das ist einmal der GPIO, das ist ein Controller, um die Pins anzusteuern, der UART, eine Schnittstelle, um mit der Außenwelt zu kommunizieren und letztendlich hier unten unser Timer. Was ist jetzt eine Peripherieeinheit? Und zwar führen diese Peripherieeinheiten einfach nur dedizierte Aufgaben durch. Wie ich schon erwähnt habe, die UART ist eine Schnittstelle und der kann auch nur diese Funktionalität von der Schnittstelle ausführen und die GPIO steuert nur die Pins an. So wie die CPU beispielsweise nur unseren Code ausführt. Das entlastet einfach die CPU, weil das Ganze ja an Hardware realisiert ist und das Ganze gleichzeitig passieren kann. Das ist der große Vorteil. Das heißt, während wir unser ganzen Programmcode ausführen von der CPU, kann beispielsweise der GPIO irgendwelche Pins ansteuern oder UART mit der Außenwelt kommunizieren. Und genau das machen wir uns beim Timer zunutze. Wir haben ja eben gesagt, wir würden gerne, nachdem wir die LED geschalten haben, einen Counter starten und das ist genau dieser Timer. Das funktioniert im Prinzip so, die CPU setzt einen Befehl ab, sendet den über einen Datenbus an diese Timer-Peripherieeinheit und diese startet dann einen Zähler. Der Zähler läuft mit einem bestimmten Takt, den kann man auch noch konfigurieren, das kann beispielsweise der halbe CPU-Takt sein oder ein Viertel vom CPU-Takt und dann macht dieser Timer nichts anderes, als den Counter immer wieder hochzuzählen mit diesem Takt. Sobald er dann einen gewissen Wert erreicht hat, kann man diesen Timer konfigurieren, zum Beispiel beim Wert 1000, benachrichtigt er die CPU über diesen Datenbus und diese kann dann wiederum die LED schalten. So sind wir komplett entlastet und müssen nicht die CPU für diese Pause beanspruchen, sondern beauftragen damit unseren Timer. Jetzt war das ein Beispiel mit diesem Zähler, den wir konfigurieren und der uns dann benachrichtigt nach einer Sekunde. Der Timer hat aber auch noch andere Funktionalitäten. Da will ich einfach mal beispielsweise noch zwei nennen. Und zwar eine wäre die PWM-Erzeugung. Das ist ja beispielsweise so, wir haben hier ein Rechtecksignal und wollen jetzt, also dieses Rechtecksignal ist beispielsweise 5 Mikrosekunden lang auf High und 5 Mikrosekunden auf Low. Und dafür müssen wir hier einen Pin, dieser Strich soll ein Pin sein von dem Mikrocontroller, dafür müssen wir den Pin immer an- und ausschalten. Das kann auch ein Timer übernehmen, den können wir konfigurieren und können dem sagen, mach genau dies, schalte den Pin alle 5 Mikrosekunden High und dann wieder Low. Somit können wir die CPU wieder entlasten. Ein zweites Beispiel dazu wäre noch, wenn das jetzt nicht ein Ausgang wäre, wie bei der PWM, das ist ja hier ein Ausgang, sondern ein Eingang. Und wir kriegen, es muss jetzt keine PWM sein, sondern einfach ein Signal, beispielsweise
von einer Lichtschranke oder von einem Drehzahlsensor, der immer einen Impuls kriegt bei einem gewissen Event. Und wir wollen das einfach zählen. Und dass wir nicht dauerhaft diesen Pin überwachen müssen und immer schauen, was liegt denn da jetzt an, können wir auch unseren Timer dafür konfigurieren und den können wir beispielsweise sagen, hey, bei einer steigenden Flanke zähl deinen Counterwert um 1 hoch. Und wir können dann nach Belieben diesen Timer, dieses Counterregister abfragen und wissen dann, wie oft unsere Lichtschranke beispielsweise geöffnet oder geschlossen wurde. Um bei dem Beispiel der LED zu bleiben, schauen wir uns das Ganze mal im zeitlichen Verhalten an. Und zwar im sogenannten Polling-Modus. Sehen wir gleich, warum wir das so nennen. Hier unten habe ich die Takte aufgeschrieben. Ganz wichtig, die Frequenz von der CPU, also das bedeutet, in welchem Takt läuft die CPU, sind 2 MHz. Und der Timer läuft mit einem anderen Takt, und zwar mit der halben CPU-Frequenz, dementsprechend 1 MHz. 1 MHz jetzt zum Rechnen ganz gut, weil das bedeutet, ein Takt dauert eine Mikrosekunde. Das werden wir nachher noch brauchen. Das Ganze ist so dargestellt, hier habe ich es aufgetragen, das obere ist die CPU und das untere ist der Timer. Jeder Takt hier ist durch so ein Kästchen dargestellt und innerhalb eines Taktes führt die CPU jetzt eine Rechenaufgabe durch. Also hier wird irgendwas, oder es muss ja keine Rechenaufgabe sein, sondern irgendein Befehl wird ausgeführt. Hier den Befehl habe ich mal genauer beschrieben und zwar heißt der Timer Start. Und mit diesem Befehl sagen wir dem Timer, er soll seinen Counter hochzählen. Wie man jetzt sieht, das macht er nur alle 2 Takte, weil er mit der halben Frequenz läuft. Sprich, wenn der Wert um 1 hochgezählt wird, führt die CPU 2 Befehle aus. Jetzt haben wir eben festgelegt, wir wollen unsere LED alle eine Sekunde ausschalten oder anschalten. Das bedeutet, bei einer Frequenz, bei einer Timerfrequenz von 1 MHz, wir müssen einen Counterwert von 1.000.000 erreichen. Weil 1.000.000 mal 1 Mikrosekunde ergibt genau die Sekunde, die wir warten wollen. Warum das Ganze jetzt Polling-Modus heißt, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir mit dieser Timer-Get-Value-Funktion den Timer fragen, wie ist denn dein Zählerstand? Also wir fragen quasi hier, gib mir mal bitte deinen Zählerstand und der Timer schreibt dann über das Bussystem der CPU, mein Zählerstand ist 70.003. Und das Ganze machen wir jetzt immer mal wieder. Wir machen es nicht mit jedem Takt, weil wir wollen ja auch noch was anderes tun. Aber ab und zu überprüfen wir mal, wie groß ist denn der Zählerstand. Und falls er mal größer 1.000.000 ist, dann wissen wir ja, eine Sekunde ist vergangen. Jetzt ist es so, wir müssen auf größer 1.000.000 überprüfen, eigentlich wird es erreichen, wir wollen ja wissen, wann ist er denn gleich 1.000.000, weil wir genau nach einer Sekunde schalten wollen. Das lässt sich aber quasi nicht realisieren, weil dann müssten wir in jedem zweiten Takt abprüfen, wie groß ist denn der Stand, sonst würden wir ein Hochzählen des Timers verpassen. Das macht aber auch keinen Sinn, beispielsweise bei einer LED, da wollen wir es ja gar nicht so genau wissen. Das heißt, wir prüfen ab und an mal und wenn wir etwas über dem Wert sind, ist das nicht so schlimm. Um jetzt wieder auf unser Beispiel, unser Codebeispiel zurückzukommen. Wir wissen jetzt, dass die Zeit von 1 Sekunde verstrichen ist. Das haben wir herausgefunden. Das heißt, wir können jetzt wieder unsere LED-Toggle-Funktion aufrufen. Und anschließend würden wir diesen Zählerwert resetten, wieder auf 0. Und das Ganze würde von vorne beginnen. Wir würden wieder unseren Timer starten und immer wieder ab und zu pollen und fragen, wie ist denn der Wert. Und so würde sich das Ganze wiederholen. Das hat jetzt schon mal einen riesen Vorteil im Vergleich zu der Delay-Funktion in Software, da wir jetzt sehr viele Taktzyklen Zeit haben, um andere Dinge zu tun und nur ab und zu mal prüfen, was uns gar nicht stört. Diese einzelnen Takte sind völlig okay, fragen wir ab und zu ab, wie groß ist der Timerwert und wir können so unsere LED blinken lassen. Wenn es jetzt aber beispielsweise für uns wichtig ist, dass wir genau nach 1.000.000, wenn der Counter bei 1.000.000 ist, schalten, also wir wollen die Sekunde ganz genau einhalten, weil beispielsweise haben wir ein sicherheitskritisches System, dann kommt dieser Modus nicht mehr zum Tragen, das funktioniert nicht mehr. Dafür würden wir dann den Interrupt-Modus benutzen. Ich habe jetzt nochmal zur Verdeutlichung hier den Quellcode von dem eben genannten Polling-Modus aufskizziert. Und zwar
die Funktion am Anfang, Timer Start, wir starten den Timer, er läuft los, das wurde ja hier durchgeführt. Dann begeben wir uns in die Schleife und prüfen ab, ist der Wert größer 1 Million? Sollte das der Fall sein, LED toggeln und den Timer neu starten. Falls nicht, überspringen wir den Code, landen hier in Do-Other-Stuff, machen irgendwelche Dinge und das Ganze wiederholt sich. Und somit sieht man ja auch schon, dass wir immer wieder durch die Timer-Get-Value-Funktion laufen und immer wieder mal fragen, ob der Wert größer 1 Million ist. Im Interrupt-Modus läuft das jetzt etwas anders. Und zwar als erstes wird der Timer konfiguriert für den passenden Modus, wobei dazu muss ich sagen, das müsste man auch hier dazu schreiben, also den Timer muss ich am Anfang immer konfigurieren. Das fehlt hier einfach. Das heißt, wir konfigurieren den Timer im Interrupt-Modus und starten den Timer. Und jetzt ist das Besondere hier in der Waldschleife, wir machen einfach irgendwelche Dinge, aber wir schalten gar nicht die LED an und aus, also unser Code ist hier gar nicht präsent. Der Trick jetzt hier dabei ist nämlich, dass hier hatten wir eben die 1.600.000, da mache ich jetzt mal 1 Million draus. Sobald der Timer merkt, dass er die 1 Million erreicht hat, das haben wir eben am Anfang konfiguriert, wir sagen ihm, bei 1 Million benachrichtige uns, ist es jetzt nicht so, dass wir den Timer abfragen, sondern dass er uns einfach Bescheid gibt über einen Befehl, sendet er der CPU, hey, ich habe diesen Wert erreicht, und was die CPU dann macht ist, egal wo ich hier in dem Programm bin, was gerade ausgeführt ist, das wird unterbrochen, wird angehalten und ich springe quasi hier in eine bestimmte Funktion. Und das ist die Timer ISR, das ist die Interrupt Service Routine. Das ist einfach die Routine, die jetzt die Befehle ausführt, die passieren sollen, wenn der Interrupt vom Timer zuschlägt. Und was wir da drin dann machen, ist ganz einfach das, was wir hier drüben im IF gemacht haben. Wir schalten unsere LED an oder aus und starten den Timer neu. Sobald wir jetzt diese Funktion verlassen, passiert Folgendes, die CPU springt von alleine wieder an, genau an die Stelle, an der wir eben unterbrochen wurde, und der normale Programmfluss geht weiter. Die Vorteile sind jetzt ganz klar, einerseits, dass ich genau bei 1 Million benachrichtigt werde, also ich habe keine Verzögerung, und zweiter Vorteil ist, dass der Polling-Modus ja auch ständig überprüft, während der Wert gar nicht über 1 Million ist. Das heißt, wir verschenken sozusagen auch noch Rechenzeit, was in diesem Fall nicht der Fall ist. Jetzt ist die Frage, wenn wir hier so viele Vorteile haben, warum sollten wir überhaupt Polling-Modus verwenden? Und es ist einfach so, dass ich mit diesem Interrupt-Modus mir Probleme einhandeln kann, die sehr komplex werden können. Beispiel einfach wäre, wir haben jetzt einen Timer mit einer Interrupt-Service-Routine, aber in einem komplexeren Programm habe ich beispielsweise 8 Timer und ich habe noch 14 andere Peripherieeinheiten, die auch alle Interrupt-Service-Routinen benutzen. Das ist ein Haufen Interrupt-Service-Routinen. Und was passiert jetzt, wenn zwei gleichzeitig in ihre Routine springen wollen? Also welche Routine unterbricht dann die andere? Das heißt, wir müssen diese Routinen priorisieren, wenn wir das überhaupt können. Da merkt man schon direkt, das kann dann komplexer werden. Anderes Beispiel wäre, wir arbeiten in der Interrupt-Service-Routine auf den gleichen Daten oder manipulieren die gleichen Daten, die die Wildschleife auch benutzt. Da können wir zu Dateninkonsistenzen, kann das Ganze führen, und da muss man genau wissen, was man tut. Also es kann mit unter Umständen sehr komplex werden, das Thema mit Interrupts. Zum Schluss wollen wir uns doch zwei Datenblätter anschauen, und zwar habe ich hier mal das Datenblatt von dem ATtiny 102 auf dem Bildschirm, und das ist ein sehr kleiner Controller, was man hier dran sieht. Hier gibt es noch 124 Byte Flash-Speicher für unseren Programmcode und 32 Byte internes RAM. Und wenn wir da jetzt weiter unten gucken, sieht man hier, sind die Peripherieeinheiten aufgelistet. Und als allererstes wird beschrieben, dass dieser Controller einen Timer hat, und zwar einen 16-Bit-Timer. 16-Bit ist jetzt eine interessante Größe auch in Bezug auf unser Beispiel eben, weil wir haben ja bis 1 Million gezählt, das würden wir mit dem 16-Bit-Counter gar nicht erreichen. Das heißt, wir müssten diesen Timer beispielsweise mit 1 Millisekunde pro Tick zählen lassen und würden dann den Wert 1000 abfragen. Weiter unten gibt es jetzt hier das Blockdiagramm, und das listet jetzt auf, wie intern der Controller aufgebaut ist. Was man jetzt hier sieht, ist beispielsweise die CPU, wie wir es eben auch schon auf unserem Blockdiagramm an der Tafel hatten. Und
ich markiere das mal hier unten, unseren Timer, der wie gesagt über den Datenbus an unsere CPU angeschlossen ist. Wir haben auch nur einen Timer und man sieht auch, allgemein hat der Controller nicht viel mehr Peripherieeinheiten. Ganz anders sieht das in dem nächsten Controller aus, den ich rausgesucht habe. Und zwar ist das ein STM32F7. Der basiert auf einem ARM Cortex M7. Und wenn wir da mal etwas weiter runter scrollen und uns anschauen, welche Peripherieeinheiten es gibt, wird man hier sehen, es gibt hier in diesem Controller bis zu 18 Timer. Und es gibt sowohl 16-Bit als auch 32-Bit-Timer. Also man sieht, es gibt schon wesentlich mehr. Es ist auch ein größerer Controller. Deswegen schauen wir uns mal das Blockdiagramm an. Das Blockdiagramm ist dementsprechend auch komplex. Wir sehen hier oben links unseren eigentlichen Core, den M7. Und wenn wir jetzt mal runterscrollen, sieht man hier über die ganzen Busse verbunden, sind hier unten die Timer. Hier ist beispielsweise Timer 9, Timer 10. Und auf der anderen Seite sind auch noch viele Timer aufgelistet. Und was man jetzt einfach sieht, ist, dass in fast jedem Controller oder nahezu jedem Controller so ein Timer mit an Bord ist. Sei es in einem ganz kleinen wie dem AT Tiny oder auch bei wesentlich komplexeren Bausteinen.